Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Box und wir haben mal wieder ein neues, kleines, süßes Projekt hier auf dem Kanal und es ist wieder eine Simulation und zwar ist es Project Highrise. Ja, um was geht's in Project Highrise? Ganz einfach, wir bauen unseren eigenen Wolkenkratzer. Das heißt aber nicht, wir müssen ein Haus bauen und das schön sein, sondern es ist eher eine Wirtschaftssimulation. Ist mal was, was ich auch spielen wollte und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Spiel an. Oder wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe das Spiel schon gespielt. Ein bisschen voraus. Ich bin pleite gegangen nach so circa 5 Tagen. Ich guck mal. Ich hoffe mal, dass ich das im Let's Play ein bisschen besser schaffe. Ich habe mir auch ein paar Videos auf YouTube angeguckt und denke mal so, ja, komm schon. Das bringst jetzt auch raus. Das ist einfach so ein Spiel zwischendurch. Ich habe jetzt wieder 2 Projekte täglich. Hoffe ich mal mit der Sky Family ab morgen. Ab morgen müsste ich wieder 2 Projekte täglich haben. Das bedeutet, ich habe Riders of Icarus und dieses Spiel Project Highrise im Wechsel und die Sky Family täglich. Ich hoffe nur, das kriege ich auf die Reihe. Ich schaffe es ja nicht mal mit einem täglich. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das Spiel hier beginnen und ich würde sagen, wie nennen wir denn unseren Tower? Nennen wir den Pox Tower? Tower of Box, halt. Tower of Box. Ja, das finde ich ganz gut. Hier können wir den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich denke mal, ich spiele jetzt für das Let's Play mit Subunternehmer. Ich sag's euch, mit Ingenieur, ich habe es nicht lange überlebt. Und die Grundstücksgröße lassen wir auch mal auf Standard. Falls jemand zuguckt und das Spiel auch hat und das so spielen möchte wie ich, hier unten wäre mein Seed, den könnt ihr euch kopieren und ihr könnt euch die Sachen genauso einstellen. Und könnt dann sozusagen mit mir mitspielen oder mich übertrumpfen, besser sein wie ich. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn das wirklich einer spielt, wäre echt cool. Und ich würde sagen, ich drücke jetzt hier einfach mal auf Start und hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt. Das passiert nämlich ab und zu mal. Und dann sehen wir schon hier unseren Tower, kann man Tower sagen, so groß ist er ja noch nicht. Es ist hier ein Kellergeschoss und hier ein Erdgeschoss und hier kommen auch schon unsere ersten 2 Mitarbeiter. Ich mache mal hier kurz Pause. Dann kann ich euch das Interface noch ein bisschen erklären. Halt. Und zwar haben wir hier unsere Leitungen. Da sehen wir hier Telefon, Wasser, Gas, Strom. Oder wir können uns hier das Höhenoverlay anzeigen. Und zwar geht es hier bis minus 10 in den Keller. Und wir haben ein Stockwerk bis 950. Ja, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das kann man noch erhöhen, wenn man dann hier über den Einfluss. Irgendwo hier kann man es erhöhen. Ich glaube, im Betrieb. Oder in der Ästhetik. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall konnte man es noch irgendwo erhöhen. Um was geht es jetzt hier in dem Großen und Ganzen? Ganz einfach. Wir haben hier 20.000 Dollar zur freien Verfügung. Die haben wir in Bar da. Klar. Wie sollen wir die auch sonst haben? Und aus diesen 20.000 Dollar können wir jetzt hier Büros einbauen und. Und das Erste, was eigentlich alle machen, ist hier ein erstes Stockwerk draufzimmern. Und ich würde sagen, wir gehen schon mal hier bis nach vorne. So und so. Und den Keller machen wir auch gleich größer. Naja, komm, das können wir auch noch bauen. Ist ja jetzt nicht so teuer. So, als Nächstes brauchen wir auf jeden Fall Treppen. Die mache ich hier gerne mittig. Später haben wir dann noch Aufzüge und. Also hier können wir dann noch einen Aufzug hinbauen. Allerdings müssen wir eben auch ein bisschen auf die Betriebskosten achten. Weil hier zum Beispiel haben wir 25 pro Tag. Eine Treppe kostet nur 5 pro Tag. Eine Fläche an sich kostet gar nichts und ich sollte mal meine 2 kleinen Bauarbeiter, die jetzt gekommen sind, denen sollte ich mal sagen, hey Leute, arbeitet. So, das Nächste ist, wenn wir eine Treppe haben, ihr seht ja hier unten haben wir alles mit Strom ausgebaut. Hier haben wir einen Verteilerschrank, der hat eine bestimmte Anzahl, der kann 10 Einheiten praktisch versorgen. Das, was ich mit Einheiten meine, seht ihr gleich noch. Und dann brauchen wir, um nach oben zu kommen, diese Verteilerschränke hier. Die gibt es dann auch noch für Wasser und Gas. Also praktisch für Telefon, Strom und Kabel-TV haben wir einen Verteilerschrank, der immer nach oben geht. Und für Wasser und Gas haben wir auch einen, der immer nach oben geht. Das Problem ist, wenn wir unten den Keller weiter ausbauen, dann brauchen wir pro Kellerstockwerk grundsätzlich so ein Ding. Weil nach unten kommst du nicht mit diesen. Außer du reißt den unten ab. Und das ist auch sehr teuer, ich sag's euch. Ich habe das schon mitgemacht. Stromleitung müssen wir hier natürlich auch noch langziehen. Klar. So.
Und hier unsere kleinen Heinzelmännchen bauen jetzt schon mal. Du bist unzufrieden. Ja, wir könnten jetzt mal gucken, warum er unzufrieden ist. Ah, hier kann man irgendwo zum Mittagessen. Ja, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Das heißt arbeiten und nicht Mittagessen. Aber gegen das Essen wollen wir was tun. Wir können hier ein kleines Restaurant platzieren. Die brauchen nämlich nur Strom. Und dann können wir hier gleich sagen, hier, zieh ein. Und dann können wir gucken, was haben wir denn hier? Ah, der erste Tag ist schon vorbei. Wir haben viel Geld ausgegeben. Wir haben noch nichts eingenommen. Die wollen zum Beispiel Bereiche mit viel Verkehr. Jetzt ist es ja so, hier ist unsere Bushaltestelle. Von hier kommen die ganzen Leute rein und müssen direkt immer durch das Café, um in unser Treppenhaus zu kommen. Das bedeutet, ja, die brauchen Stromanschluss. Was haben wir denn hier? Bitte Frühstück und Mittagessen, Frühstück und Mittagessen an. Ich nehme mir da ganz gern den, der einfach am meisten zahlt. Und das sind momentan die Burritos. Ey, was soll ich machen? Allerdings werden da unsere Mitarbeiter zu essen gehen. Und als nächstes brauchen wir auf jeden Fall auch noch Büros. Die packen wir jetzt hier in die obere Etage. Jetzt habe ich da natürlich nur einen Fehler gemacht. Hier hinten kriegen wir 3 hin. Da haben wir leider 3 frei, aber das wird dann vielleicht der Platz für den Aufzug oder sowas. Das werden wir sehen. Auch hier lassen wir Leute einziehen. Wichtig dabei ist es immer, so habe ich das jetzt verstanden. Oh, die Mieten sind ganz schön hoch. Das sind Mieten, also in dem Schwierigkeitsgrad, wo ich gespielt habe, sind das Mieten. Die bekommst du erst von den nächstgrößeren, also, ne? Hier unten seht ihr jetzt auch schon, wir geben sehr viel Geld pro Tag aus für unser Gebäude. Verdienen aber noch nicht so viel. Das bedeutet, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier mal eine Rechtsanwaltskanzlei und da eine Versicherung. Und was haben wir noch? Kreative Büros können wir noch nicht. Was brauchen die? Die brauchen eine Auswahl an Cafés und mindestens einen Stern. Ja, da müssen wir noch warten, bis wir den Stern haben. Jetzt haben wir hier unten die Prestigepunkte. Hier sind die Leute, die in unserem Gebäude arbeiten. Momentan 5 Stück. Also das sind auch die, die hier drin sind. Dafür gibt es dann auch... Nein, das war die... Das war falsch. Wo war denn das? Hier können wir unseren Cashflow angucken. Nein, hier. Der Machbarkeitsnachweis. Das bedeutet... Warte mal, bin ich gerade blind? Ah ja, 1000 Euro Mieteinnahmen täglich und hier unten können wir noch Büros oder mehr Menschen annehmen. Ich nehme mal noch den mehr Menschen an, weil 50 Leute Belegschaft, das hast du halt gleich. So, würde ich sagen, da nochmal ein Versicherungsbüro, die zahlen alle 160. Ich müsste nur aufpassen, manche wollen auch von den Versicherungsbüros speziell einen Telefonanschluss. Nochmal eine Anwaltskanzlei. Seht ihr? Weil die brauchen auch einen Telefonanschluss. Das ist aber kein Problem. Die ziehen dann einfach wieder aus. Und wenn ich da jetzt einen Fehler gemacht habe. Was hast du für ein Problem? Ja, Abendessen, ne? Jo. Kann ich leider nichts für jetzt. Die sind zufrieden. Da sehen wir jetzt auch, wenn wir auf die Büros klicken. Die sind noch alle ganz zufrieden. Ich denke mal, im höheren Schwierigkeitsgrad war das auch ein bisschen schwerer, die zufriedenzustellen. Im Moment ist es jetzt ganz in Ordnung. Und ihr seht schon, wir verdienen jetzt richtig Kohle am Tag. Also das sind jetzt unsere Mieteinnahmen hier. Wir bekommen auch immer so eine tägliche Zusammenfassung. Ja, da muss man halt gucken, wie man das macht und wie man das schafft. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir zimmern gleich mal das nächste Stockwerk hier drauf. Ups. So. Und dann lassen wir da gleich die nächsten Büros rein. Oder wir gucken mal, ob wir hier unten nicht noch ein Café oder was reinkriegen. Aber wir brauchen erst eine Belegschaft von 20. Das bedeutet, wir müssen hier oben erstmal Büros bauen. Um Büros zu bauen, brauchen wir oben aber erstmal Strom. Wo ist der Verteilerkasten? Hier. Und ich bin auch immer überlegen, ob wir nicht wirklich gleich schon Telefon reinlegen. Ihr seht, das ist relativ teuer, das Telefon. Aber, ich weiß nicht, sollen wir den Kasten schon, komm, wir haben es ja eigentlich, das Geld, dann können wir auch die Telefonleitung hier oben schon reinziehen. Was da ist, ist da. Und ich denke mal, jedes Büro freut sich über ein Telefon. Hier hat sich noch keiner beschwert. Normalerweise hast du dann hier so einen dicken roten Smiley in dem Büro, wenn sie kurz vorm Ausziehen sind. Wir können auch später noch Apartments bauen, aber die würde ich wirklich, wirklich gerne erst in den höheren Stockwerken bauen dann. Das bedeutet, wir machen jetzt hier einfach mal wieder mit Büros voll. Habe ich noch die Treppe vergessen. Den Platz müssen wir frei halten. So, die Treppe noch. Das ist auch was man immer zuerst bauen sollte, weil sonst hast du das Problem,
dass du nicht mehr aufs Dach kommst. Oder bei mir war dann, eine Treppe war dann hier, also das ist ja die erste und die zweite dann und dann war die nächste hier irgendwo und die Aufzüge waren alle nicht und das Ganze war einfach nur zum Scheitern verurteilt. Guck mal, die haben jetzt schon höhere Ansprüche, die würden aber auch 191 am Miete zahlen. Naja, das ist nicht schlecht, für dass ihr so hohe Ansprüche habt. Die wollen größere Restaurants mit Schlemmerbei. Was wollt ihr denn eigentlich? Ach ja, und die erwarten hier alle einen Kurier- und Kopierdienst. Bevor wir die da oben jetzt einziehen lassen, richten wir erstmal die Dienste ein. Das ist der Kurierdienst und der Kopierdienst, Kopierservice, den packen wir hier nebendran. Ja, wir geben gerade sehr viel mehr Geld aus, wie wir einnehmen, aber was soll's, unsere Belegschaft steigt und steigt und steigt. Ihr seht schon, wir sind jetzt bei 17, weil wir haben hier jetzt noch eigene Mitarbeiter. Und dann könnten wir sagen, okay, die Versicherungsbüros zahlen gerade nicht so viel, die Buchhaltungsbüros zahlen ein bisschen mehr. Das ist auch so ein ganz einfaches Ding, man wählt aus nach dem, was die Leute bezahlen. Ja, 179. Wenn der das dann zu wenig ist, dann kannst du auch alle ablehnen. Und wir könnten eine Anzeige schalten für 50. Wir haben eine Anzeige für 50 Dollar geschalten. Wir werden es überleben. Was haben wir denn hier noch? Der zahlt noch 190. Und den noch. Alle anderen können wir nicht einnehmen. So, jetzt haben wir unseren ersten Stern. Das bedeutet, wir können jetzt hier auch Cafés einziehen lassen. Und nicht nur Burritos. Cafés zahlen in der Regel immer ein bisschen weniger, aber dann auch da nehmen wir hier Grünstrom-Kaffee, keine Ahnung was. So, und jetzt geht's schon los. Die ersten haben keinen Strom mehr. Wir haben zu viele Leute drin. Das bedeutet, wir müssen da ein bisschen dagegen steuern. Am Anfang kannst du sagen, okay, ich baue einfach nur noch einen zweiten Stromdings. Guckt, wenn die jetzt nicht gleich Strom kriegen, dann ziehen sie uns auch aus, weil die wollen ja hier arbeiten und ohne Strom, ne? Das sollte man immer ein bisschen im Auge behalten. Das Gute ist, oder das... Naja, was heißt das Gute? Wir haben jetzt hier so einen gebaut. Der kostet 188 pro Tag. Der nächstgrößere, also die können 10. Der nächstgrößere, der kann dann schon 50 Stromanschlüsse verwalten. Das bedeutet, wir reißen irgendwann bei Nacht mal ganz still und heimlich die beiden hier raus und bauen dann den nächstgrößeren rein, weil 188 und 50 und... Ist eine einfache Rechnung. Und unsere Mitarbeiter sind einfach alle unzufrieden. Warum? Und warum bist du immer noch unzufrieden? Du hast noch gar nicht gearbeitet heute. Machen wir die Zeit hier ein bisschen langsamer. So. Wir haben auf jeden Fall unseren ersten Stern. Die hier sind auch noch zufrieden. Da können die ja immer gucken, was haben die eingenommen. Die haben zwei Stammkunden, die haben ein bisschen Einnahmen. Wir geben neue Stammkunden hinzu. Wir mögen diesen stark frequentierten Bereich. Das ist so, dass die hier gerne das Erdgeschoss bevorzugen. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Ja, ja, die kommen nicht ans Ziel, weil ich hier einfach noch nicht gebaut habe. So. Hier die Treppe rein. Haben wir unser schönes Treppenhaus. Hier oben möchte ich jetzt nämlich die erste Reihe Apartments haben. Bei Apartments habe ich das so verstanden, je höher, umso mehr Geld bekommst du da dafür. Dafür sind diese Apartments auch wesentlich größer. Das bedeutet, wir könnten jetzt, das Problem haben wir, dass wir hinten ein bisschen Größenprobleme bekommen, aber ja, und hier auch schon. Aber das macht nichts, weil die wollen nämlich Ruhe und da können wir auch gucken, von wo aus geht hier Lärm. Lärm geht von Cafés aus. Also man sollte Apartments immer ein bisschen höher bauen, da wo dann eher Ruhe ist, nicht so nah an die Cafés. Sollte man immer ein bisschen drauf achten. Hier können wir schon den ersten einziehen lassen. Die bräuchten jetzt zum Beispiel Wasser. Die brauchen Wasser und Gas. Das bedeutet, wie soll es anders sein? Wir haben Mieteinnahmen, wie sie im Buch stehen, so gehört sich's. Das bedeutet allerdings, wir bauen jetzt hier erstmal ein bisschen was dazu und dann können wir hier sagen, passt auf, hier bauen wir die Wasserkästen hin. Na, geht noch nicht? Achso, ja klar. Wir brauchen erst einen Wasserhausanschluss dafür. Da bin ich jetzt gerade echt am Überlegen, nee, wir nehmen da auch noch den kleinen. Wir machen das nachts mal heimlich.
So. Und jetzt können wir hier nach oben gehen. Und einen Stromanschluss auch noch. Einen Stromanschluss auch noch hinsetzen. Und dann können wir auch die Leitungen gleich noch hier vorziehen. Na. Das, die Steuerung ist, was das angeht, ein bisschen komisch ab und zu. So. Und jetzt können wir unsere Deluxe Apartments hier einziehen lassen. Der möchte jetzt natürlich Wasser und Strom, das hat er. Ich würde sagen, wir bauen hier direkt noch ein zweites Apartment. Wow, seht ihr? Und schon sind wir mit dem Cashflow. Schon verdienen wir mehr, wie wir täglich ausgeben können, das wollte ich sagen. So, hier noch zwei Apartments hin. Den Strom immer ein bisschen im Auge behalten. Oh, der wollte Gas. Ja gut, Gas sollst du auch bekommen. Warte. Jetzt müssen wir das Gebäude hinten. Seht ihr, und jetzt komme ich schon wieder in die Probleme, die ich manchmal habe. Dass ich einfach nicht hinterherkomme. Was das Bauen angeht. Wir brauchen einen Gas-Hauptanschluss. Und wir brauchen hier oben zumindest auf dieser Etage Gasleitungen. So. Und jetzt, mein Freund, kannst du dich freuen. Jetzt hast du Gas. Du brauchst nicht mehr ausziehen. Alles gut? Was? Dieser Mieter wägt den Auszug. Nein, du musst nicht mehr ausziehen. Du hast schon Gas. Alles gut. Ja, genau. Wir haben nämlich das Deluxe-Studio-Apartment genommen. Aber das macht nichts. Wir brauchen noch Abfallbehälter auf dem Stockwerk. Und wir brauchen noch eine komplette Abfallanlage. Was für uns bedeuten soll. Wir haben noch genug Strom. Wir brauchen ein zweites Untergeschoss. Na komm, weg mit dir. Wir brauchen ein zweites Untergeschoss. Und wir brauchen... Achso, kann ich noch gar nicht bauen. Wir brauchen auf jeden Fall mal auf der Etage einen Abfallbehälter. Der hat auch hier noch schön Platz. Hier ziehen die Leute schon ein. Sehr gut. Das besteigert unsere Mieteinnahmen immer noch weiter. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hinten vielleicht noch ein paar Büros reinbauen. Aber das erste Stockwerk sollte man halt immer ein bisschen für Cafés und sowas vorsehen. Und die bauen hier unten nicht, solange ich nicht die Treppe hinbaue, ne? Okay, gut. So. Wir lassen die jetzt mal bauen. Der erste Tag oder die ersten paar Tage. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viele das waren. Ja, geht schon los. Die wollen jetzt einen Fahrstuhl. Den bauen wir vielleicht in der nächsten Folge. Die ersten paar Tage sind jetzt ganz gut verlaufen. Wir verdienen ganz gut Geld. Ich spiele den etwas leichteren Schwierigkeitsgrad. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr Spaß daran habt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mit mir mitspielen wollt, das meine ich wirklich ernst, gebt einen Daumen nach oben. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Pox. Tschüss.